Verkleidung. Brauchen wir nicht. Bleib gesund, alter Mann. Bis zum nächsten Mal, Basim. So Allah will. Gut. Den haben wir jetzt die Sachen gegeben. Ja, jetzt ist die Frage. Da fehlen noch drei Hinweise. Mein Magen macht immer so komische Geräusche. Verschwinde! So, wie heißen die nochmal? So, halt, stopp. Stand da oben, ne? Ja. Dur Kurigalzu. Dur Kurigalzu. Die sind aber auch gar nicht wirklich beschriftet, ne? Auf der Karte. Dass du die wirklich suchen könntest. Hier steht aber westliche Wildnis. Aber Dur Kurigalzu ist auf der Karte nicht beschriftet. Geschichte aus Bagdad. Ist ja hier in der Nähe. Ich klicke das mal an. Da müssen wir einfach mit dem Kamel reiten und die Dünen allgemein uns angucken. Beziehungsweise können wir auch. Können wir wahrscheinlich auch einfach fliegen, oder? Warum trauerst du, dass du deinen Gott so offen anrufst? Ach, vielleicht wurden meine Gebete erhört. Hilfst du einem demütigen Mönch, einem Toten Respekt zu erweisen? Für einen Mönch bist du gut bewaffnet. In meinem früheren Leben war ich ein gewalttätiger Mann, der nun im Dienste Gottes Buße tun will. Doch ich gebe zu, manche meiner alten Fertigkeiten halfen mir, sein Werk zu verrichten. Ich respektiere einen Krieger, der eine höhere Berufung fand. Was suchst du? Einen heiligen Mann in einem älteren, überwucherten Grab. Doch ich kann die Grabinschrift in eurer Sprache nicht lesen. Das sollte nicht schwer sein. Mal sehen, was ich finde. Hier. Benedikt der Dunkle. Ein Mann mit großem Appetit. Ich glaube nicht, dass die Christen Völlerei gutheißen. Es muss ein sehr altes, überwuchertes Grab sein.
Jean von Shiraz. Er verspielte mehr, als er gewann, doch sein Gewinn teilte er immer. Ein großzügiger Mann, aber niemand, den man verehrt. Theodor der Kühne, dem nichts heilig war, der jedoch stets konsequent handelte. Für manche wohl bewundernswert, doch das klingt nicht nach einem Heiligen. Leo der Erleuchtete. Seine Weisheit wurde nur von seiner Frömmigkeit übertroffen. Ah, das ist einer, dem Ehrerbietung gebührt. Mönch, ich glaube, hier ist ein Heiliger. Gelobt sei Gott. Ich muss die Gebeine entnehmen, bevor man uns entdeckt. Ich dachte, du wolltest Respekt zollen und kein Grab plündern. Ich plündere es nicht. Seine Gebeine gehören der Kirche und tun unter den Gläubigen mehr Gutes, als wenn sie tief in der Erde verrotten. Wenn deine Kirche einverstanden ist, urteile ich auch nicht. Nur das Urteil des einen zählt, und ich vertraue darauf, dass er uns vergeben wird. Hey! Unterlass das! Leider sind die Männer des Kalifen nicht so nachsichtig bei unerlaubten Graböffnungen. Erklärt euch, widerliches Lumpenpack, oder sterbt! Sie sind schlimmerer Vergehen schuldig. Gott vergib mir, doch manchmal ist Gewalt der einzige Weg. Darin sind wir uns einig. Der Tod nach! Ja, du! Das tut so nett für dich! Dein Wille geschehe! Es gab keinen anderen Weg. Solche Männer verstehen nur Gewalt und eine harte Hand. Du hast Gottes Willen getan, mein Freund. Sicher segnet er dich mit Glück. Ich diene einer anderen Berufung. Aber zusätzlichem Glück bin ich nicht abgeneigt. Eieiei. Das war interessant. So, das hilft uns aber noch nicht. Weiter.